Rocco Barone. 1949 in Italien geboren. Er ist als freischaffender Künstler tätig und lebt seit 50 Jahren in Deutschland. Am Tag unserer Dreharbeiten, am 22. August, hätte seine in Bad Kreuznach geborene, aber mittlerweile verstorbene Frau Marga Geburtstag gehabt. Die beiden haben sich vor 55 Jahren in Rom kennengelernt. Rocco war Student an der Akademie der Schönen Künste und Marga war als Touristin in Italiens Hauptstadt. Ja, italienische Reise. Warum habe ich dieses Thema so genannt? Viele Künstler wie Wolfgang von Goethe hat es sich inspiriert. Eine Reise extra nach Italien, um sich nach seine Entspannung, seine Schreiben und so weiter, dass ich eher keine mehr Notizen von Informationen, auch von Themen und, gehabt hatte. Und deshalb hat er sich entschlossen, nach Italien und viele Etappen gemacht und Inspirationen auch durch Landschaften, die von Nord nach Süd, speziell in Toskana und Rom aufenthalt. Mit Goethes Zitat, die Toskana liegt nicht in Italien, sondern Italien liegt in der Toskana, sollte man die Ausstellung von Rocco Barone genießen. Das ist mein erstes Bild, das ich angefangen habe, mit dieser Idylle. Diese toskanischen Landschaften, die mit dieser Hügelata gepasst mit meiner Stilrichtung. Sieht auch so wie Wellen, so wie Haare, wie Körper. Und deshalb habe ich beide mit diesen Landschaften in dieser Form auch weitergemacht. In dieser Bewegung abstrahiert manchmal, das ist auch Morgengraue, so habe ich erlebt in Toskana, so eine schöne Landschaft. Hier am Hügel wieder eine Landschaft, die schön rund ist und dann in, ganz, ganz oben ein paar Häuser und viele Zypressen an dem Weg. Und fantastische Landschaft. Hier Campagna Toscana, Campagna Landschaft, das auch hier mit Erde, braune Farbe, mit Grün passt ganz gut. Und wie immer ein paar Häuser im Hintergrund. Das ist in verschiedenen Perspektiven ausgesehen. Aber alles in eine, auf ein Bild. Campagna Romana, Campagna Toscana hat auch Goethe gemalt. Da hat er sich viel Inspiration geben lassen. Und dann haben wir noch mal ein anderes, ganz grün, in der Mitte einen Baum. Und auch hier Hügellandschaft. Rocco Barone kann unzählige Ausstellungen in ganz Europa und in den USA aufweisen. Zahlreiche seiner Werke befinden sich in öffentlichem Besitz. Zum Beispiel in Schulen, Bahnhöfen oder Parkanlagen. Im März 2014 wurde er von der Association Europeen für sein künstlerisches Schaffen mit dem Europäischen Preis Qualität und Verdienst in der Sparte Kunst ausgezeichnet. Noch bis zum 22. September 2024 können Sie die Ausstellung im Puricelli Salon des Museums am Schlosspark genießen.